Hallo Pilzfreunde, heute begebe ich mich mal auf die Suche nach der böhmischen Werpel. Seit dem letzten Wochenende ist es richtig schön warm geworden. Der Frühling hält jetzt wirklich langsam Einzug, auch bei uns hier. Und da hält mich natürlich nichts mehr zu Hause. Jetzt geht's heute in den Wald und ich bin mal gespannt, ob sich die böhmische Werpel schon zeigt. Ich denke mal, wir haben ganz gute Chancen. Jetzt ist es wirklich ordentlich warm geworden. Feucht genug ist es immer noch. Also ich denke mal, die Chancen stehen ganz gut heute. Und ja, ich bin ganz gespannt, ob sich die Art dieses Jahr wieder zeigen wird, so wie in den letzten zwei Jahren. Ja, seid gespannt mit mir, begleitet mich auf dieser Tour und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. So, wir kommen jetzt langsam an die Stelle, wo jedes Jahr die böhmische Werpel sich zeigt. Jetzt wird es langsam ernst. Ja, ich bin echt gespannt, ob wir heute Glück haben werden. Vor einer Woche war, wie gesagt, noch nichts hier zu finden, aber heute könnte vielleicht durch das warme Wetter es ganz gut aussehen. So, wir sind jetzt an der Stelle angekommen und mein Auge hat doch etwas erspäht. Das sieht nicht schlecht aus. Hier ist doch die erste zu finden. Das ist natürlich eine feine Sache. Hier freue ich mich riesig drüber. Also auch dieses Jahr sind die Kollegen wieder am Start. Also hier Werpel Nummer 1. Die machen wir gleich mal ab. Das sieht natürlich toll aus. Sehr schöne Sache. Ich werde mich mal hier ein bisschen umschauen. Oh, ich glaube, hier daneben ist die nächste. Oh, das sieht fein aus. Sehr schöne Sache. Die zwei schauen wir uns gleich mal ein bisschen an. So schauen sie aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also da freue ich mich natürlich riesig drüber. Und die Stelle hier werden wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen abgehen. Und ich hoffe mal, dass ich vielleicht noch ein paar finden. Dann weiß ich natürlich, was es heute zum Abendbrot über die Nudeln geben wird. Ja, auf der Suche nach den Werpeln muss man wirklich vorsichtig sein und echt aufpassen, wo man hintritt, dass man keine zertritt. Oh, hier sind wieder welche. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier sind die nächsten. Tolle Sache, tolle Sache. Hier drüben ist schon wieder eine. Das sieht fantastisch aus. Also wie gesagt, wenn ihr auf Morchelsuche seid oder wie hier die Werpeln, die ja direkt verwandt sind, immer schön aufpassen. Die tarnen sich ganz gut hier auch im Laub ab, dass ihr keine zertretet. Und ja, das sieht wirklich toll aus. Ich werde noch mal weiterschauen hier, aber das sieht schon richtig toll aus. Ja, hier drüben ist die nächste. Ich lege die mal ab. Ja, hier versteckt sich die nächste. Man sieht es ja so schön unterm Laub. Also hier muss man echt aufpassen. Fantastisch. Sehr schöne Sache. So, ich gehe jetzt hier noch weiter. Und wie gesagt, hier sind überall welche. Das sieht wirklich toll aus. Hier ist die nächste. Mal hier drüber gehen. Oh, hier sehe ich wieder eine. Tolle Sache. Ja, hier ist die nächste. Das sieht echt fantastisch aus. Da drüben ist die nächste. Ich muss sehr vorsichtig sein, dass ich hier, wie gesagt, nirgends drauf trete. Die sieht ja auch toll aus. Sehr schönes Exemplar. Ich gehe mal hier links rüber. Hier versteckt sich wieder eine. Bisschen unterm Laub. Fantastisch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, an der Stelle gibt es mal eine kleine Zwischenbilanz. Ich bin hier durch das Waldstück noch nicht ganz durch, aber der Korb hat sich doch schon ganz gut füllen lassen. Na, der Dreck hier muss natürlich noch ab. Der bleibt im Wald. Die muss ich noch ein bisschen putzen unten an der Stielbasis.
Aber das sieht doch schon ganz toll aus. Also wir werden uns jetzt hier natürlich immer noch ein bisschen weiter umschauen. Und ich bin echt gespannt, wie viel das noch werden. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier ganz gut sieht. Hier unten ist, naja, so ein leichter Graben. Und da ist es eigentlich immer sehr feucht drin. Und ich denke mal, das sind für die Werpeln hier richtig gute Bedingungen. Also Feuchtigkeit brauchen sie auf jeden Fall gut. Also hier sammelt sich immer schön das Wasser. Steht eigentlich auch immer ein bisschen Wasser in dem Graben drin. Wir haben Laubbäume hier nebenan. Also ich denke mal, das sind optimale Bedingungen. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie das hier so um die Werpeln aussieht. Aber beim vielen Quatschen darf ich natürlich nicht vergessen, nach den Pilzen selber zu schauen. Hier ist die nächste. Ich will mal hier ein Stück weiter gehen. Hier ist wieder eine. Ja, genau. Und die sind wirklich noch ganz klein, jung, knackig, ganz wunderbar. Im Alter schießen die dann unheimlich in die Höhe. Der Stiel kriegt dann ganz enormes Streckwachstum. Dann sehen die ganz anders aus, kriegen richtig lange Stiele. Und ich muss auch sagen, die Stiele werden dann ja im Alter auch ein bisschen zäh. Da muss man aufpassen, wenn man die in der Küche verwenden will. Solche jungen Exemplare sind da viel besser. Also der Stiel ist da ganz zart. Wie gesagt, bei älteren Exemplaren wird er dann etwas zäh. Da lässt man den Stiel am besten weg. Aber die hier sind natürlich fantastisch. So, und hier gibt es mal eine besonders schöne böhmische Werpel. Einfach mal zum Anschauen, damit ihr euch die mal richtig anschauen könnt. Ja, die sieht wirklich toll aus. So sind die heute. Hier ist der Stiel schon ein bisschen länger geworden, aber immer noch sehr prima, jung, knackig, so soll es sein. Das wird heute, ja, jetzt kullert die mir runter. Das wird heute Abend ein richtiges Festmahl. Freue mich schon riesig drauf. Das ist wirklich eine tolle Sache. So Leute, das geht hier wirklich so weiter mit dem Finden. Hier habe ich schon wieder ein paar hingelegt, die in den Korb kommen. Und direkt daneben stehen die nächsten. Das nimmt ja gar kein Ende. Also ich glaube, so viel wie dieses Jahr hatten wir noch nie gehabt von den Werpeln. Voriges Jahr war es nicht schlecht, muss ich sagen. Der Korb war schön voll. Aber dieses Jahr ist es definitiv noch mehr. Ich muss wirklich hier gut aufpassen. Hier ist die nächste. Also die stehen hier direkt nebeneinander, unmittelbar. Eine an der anderen. Ich mache jetzt hier ein kleines Häufchen. Da werden die geputzt und kommen natürlich in das Sammelkörbchen. So Leute, hier auch nochmal zwei richtig prächtige Exemplare. Nochmal zum Anschauen. Die sehen doch fantastisch aus. Also so macht das Spaß, so macht das Freude. Ja, so kann Pilze suchen im Frühjahr schon sein. Wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, die Morcheln, Speisemorchel, Spitzmorchel sind bei uns leider nicht zu finden. Aber Gott sei Dank, glücklicherweise muss ich sagen, kenne ich eben die Stelle hier mit der böhmischen Werpel. So Pilzfreunde, schaut euch das mal an. Unser Sammelkorb, der ist schon richtig gut gefüllt. Also das sieht ja wirklich schon fantastisch aus. Und da sind wir hier an der ersten Stelle. Wir haben ja noch eine zweite. Die werden wir natürlich auch noch besuchen. Aber schaut euch das mal an. Das ist doch eine Sensation. Sehr, sehr schöne Sache. So, hier zeige ich euch nochmal, wie das hier so um die Fundstelle aussieht. Also hier ist auch nochmal auf der anderen Seite ein Graben. Da steht eigentlich fast immer Wasser drin. Also feucht genug ist es hier auf jeden Fall. Wir haben natürlich einen Nadelwald, aber hier gibt es eben eine kleine Ecke, wirklich nur mit ein paar Bäumen, wo Laubbäume sind. Und hier ist eben, wie gesagt, die Stelle, an der wir die Werpel jedes Jahr finden können. So, jetzt geht's an die andere Stelle, die zweite Stelle, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und da bin ich gespannt, ob wir dort auch welche finden können. Ich habe ja festgestellt, dass sich die Art hier weiter ausbreitet. Das ist natürlich immer eine große Freude. Und ja, bin gespannt. Aber ich denke mal, an der zweiten Stelle wird sich auch was finden lassen, wenn es denn so weitergeht wie hier vorn. Tolle Sache. So, wir sind jetzt an der Stelle angekommen. Und was soll ich euch sagen? Hier sind wieder welche zu finden. Also hier Werpel Nummer 1. Hier ist die nächste. Sehr schöne Sache. Wenn wir ein bisschen weiter schauen. Immer Blick auf den Boden. Oh, hier ist am Rand von dem Weg, ist doch die nächste. Die sieht ja auch toll aus. Sehr schön, sehr schön. Also hier werden wir wieder ganz gründlich abgehen. Die lege ich mal hier hin, weil hier steht die nächste. Wunderbar, wunderbar. Also auch an dieser Stelle lässt sich dieses Jahr wieder etwas finden. Das ist eine schöne Sache, freut mich natürlich wieder. Und die wandern gleich mit in unser Sammelkörbchen.
So, auch an der Stelle hier gibt es weitere zu finden. Ich mache hier einfach nochmal so ein bisschen einen Schwenk. Ja, hier ist die nächste, die lege ich einfach mal dazu. Wenn ich hier rüber schaue, steht wieder eine. Hier drüben ist die nächste, wieder so hinter einem Blatt versteckt. Wunderbar. Ach, da drüben ist wieder eine. Geh mal hier ein bisschen hin. Ja, sehr schön. Sehr schöne Sache. So Leute, wir sind jetzt hier noch ein Stückchen weiter gegangen und eigentlich ist das jetzt schon eine dritte Stelle, wo sich die Werbeln weiter ausgebreitet haben. Es ist nicht zu fassen. Also die Art breitet sich hier wirklich unheimlich aus. Ich gehe hier einfach noch mal ein bisschen rum. Eine, hier ist die nächste. Die sehen doch fantastisch aus. Ganz toll. Ich schwenke mal hier weiter. Nächste. Hier oben wieder eine. Das geht hier so weiter. Das ist ja verrückt. Leute, das ist verrückt. Das ist eine verrückte Sache. Also das habe ich noch nie erlebt. So viel haben wir definitiv noch nie gefunden. Das nimmt hier einfach kein Ende. Mann, Mann, Mann. Ist das verrückt. Wieder eine. Meine Herren. Also ich kann hier weitergehen. Hier ist die nächste. Ist ja wirklich verrückt. Das ist ja wirklich sensationell. Hier ist wieder eine. Wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Also ich kann hier, muss ja wirklich nur immer einen halben Meter gehen. Da steht die nächste. Also auch hier wieder eine versteckt. Wie gesagt, das ist jetzt nur mittlerweile die dritte Stelle, die sich hier auftut. Tolle Sache. Leute, ihr seht mich jetzt hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht und das hat natürlich seinen Grund, denn unser Korb ist mit den böhmischen Werbeln richtig gut gefüllt. Das ist wirklich verrückt, so viel hatten wir noch nie gehabt. Wir werden jetzt trotzdem noch mal ein Stückchen weitergehen, mal sehen, ob sich hier noch irgendwas anderes finden lässt. Vielleicht lässt sich noch was anderes zeigen, außer Werbeln. Bin ganz gespannt, wir gehen jetzt hier hinten noch mal in den Fichtenwald, mal schauen, ob sich da noch irgendetwas finden lässt. So, durch den Fichtenwald sind wir jetzt durch. Da hat sich leider nichts finden lassen. Naja, um die Zeit auch noch nicht so verwunderlich. Ich hatte ja gehofft, dass ich vielleicht mal den Fichtenzapfenrübling zeigen kann. Also auch der war heute nicht zu finden, ist eigenartig. Der steht sonst ja auch immer in Mengen hier, mitunter jedenfalls. Zumindest in dem feuchten Frühjahr, so wie wir es dieses Jahr haben. Wir hatten ja eine ordentliche Schneeschmelze gehabt, hat auch jetzt immer wieder mal geregnet und da ist es eigentlich von den Bedingungen her ganz gut, jetzt für Pilze natürlich und ja insbesondere für die frühen Sachen wie den Fichtenzapfenrübling. Aber wie gesagt, heute hat sich dann doch keiner finden lassen. Ansonsten genießen wir einfach das herrliche Wetter, gehen hier noch eine Runde. Es ist schon ja fast sommerlich, muss man sagen. Wir haben jetzt an die 20 Grad. Das ist, vor einer Woche sah das ja ganz anders aus. Da haben wir ja noch ein bisschen gefroren. Da gab es noch Nachtfröste, das ist jetzt glücklicherweise vorbei und wie gesagt, wir genießen einfach mal dieses herrliche Wetter und einfach wieder das Draußensein. So, Pilzfreunde, wir werden die Runde jetzt langsam beenden. Es geht wieder nach Hause. Es war natürlich ein fantastisches Erlebnis, muss ich sagen. Wir waren ein paar schöne Stunden im Wald unterwegs. Wir haben richtig gut Pilze gefunden. Der Korb ist bis zum Rand gefüllt. Das hatten wir ja noch nie gehabt um diese Zeit. Also Werbeln finden wir jetzt ja nun schon seit drei, vier Jahren etwa. Aber so viel wie heute gab es noch nicht. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen entwickeln wird. Ich denke, in der Woche bin ich nochmal hier unterwegs. Vielleicht kommt nochmal was nach. Vielleicht war es das auch schon. Ist ja alles möglich.
ich wünsche euch auf euren Suchen auf jeden Fall viel Glück. Vielleicht klappt es ja auch mal mit Morcheln oder ähnlichen Geschichten und drück euch die Daumen. Ja, zum Schluss gibt es natürlich wie immer und gewohnt einen Blick in den Korb. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss.